Eine Frage der Wertigkeit, oder etwa nicht? Da sitzen Vollpfosten zusammen und denken darüber nach, diesem Land einen Umsturz zu bieten. Diese Gruppierung von merkwürdigen Gestalten wird als Reichsbürger bezeichnet. Medien spielen verrückt, es gibt Brennpunkte, der Aufschrei der Gutmenschen geht durch dieses Land. In der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres wird festgestellt, dass ein Iraner einen Anschlag plante. Giftgas, der Iraner soll für die geplante Tat die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt haben. Wo bleibt der Aufschrei der Gutmenschen? Wo sind die Brennpunkte? Mit Giftgas kann man ja nur Menschen töten. Es ist unbequem, sich mit solchen Typen zu beschäftigen. Ist es dann wirklich ein Wunder, dass die Vollpfosten Reichsbürger Zulauf erhalten?